Eine Fahrt mit dem RE19 Nürnberg-Sonneberg ist aktuell noch eine Reise über 100 Jahre Eisenbahngeschichte. Der Zug befährt zwischen Bamberg und Coburg die ICE-Neubaustrecke, die mit dem neuesten Zugsicherungssystem ETCS ausgerüstet ist. Nur wenige Minuten nach Verlassen der Schnellfahrstrecke hält dieser Zug, allerdings auch in Rödental, ein Bahnhof, der aktuell noch über Stellwerkstechnik verfügt, die im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Außerdem fährt der Zug auf dem Weg von Sonneberg nach Nürnberg sowohl über eingleisige, zweigleisige und viergleisige Bahnstrecken, wovon ein Teil, wie erwähnt, auch als Schnellfahrstrecke ausgeführt ist. Auch die Kombination mit den silbernen Leiloks der Firma Railpool und den roten Doppelstockwagen von DB Regio ist einmalig. In diesem Video stelle ich euch den abwechslungsreichen Streckenverlauf von Sonneberg über Coburg und Bamberg nach Nürnberg mit den dazugehörigen Städten und Bahnhöfen vor. Viel Spaß! Wenn ihr mehr über die Hintergründe dieses Zuges, die eingesetzten Loks und Wagen sowie das Fahrplanangebot erfahren wollt, dann empfehle ich euch meine extra Videodokumentation über den Franken-Thüringen-Express, die ich euch in der Infobox verlinkt habe. Starten wir also nun unsere Fahrt in der Kleinstadt Sonneberg. Vor uns liegt eine über 127 Kilometer lange Reise in die Frankenmetropole Nürnberg. Die Reisezeit mit dem RE19 beträgt gut 1 Stunde und 40 Minuten. Sonneberg liegt im Süden von Thüringen und zählt rund 23.000 Einwohner. Aufgrund der seit dem 19. Jahrhundert ansässigen Spielwarenproduktion und des Deutschen Spielzeugmuseums wird Sonneberg auch als Spielzeugstadt bezeichnet. Der Bahnhof Sonneberg verfügt über 5 Bahnsteiggleise. Hier fahren alle 2 Stunden Regionalbahnen über Eisfeld nach Eisenach ab, sowie stündlich nach Neuhaus am Rennweg. Ebenso starten hier stündlich Regionalzüge Richtung Nürnberg, teilweise über die Schnellfahrstrecke und teilweise über Lichtenfels. Nach Aufnahme der Fahrgäste aus den Anschlusszügen verlässt unser RE19 den Sonneberger Hauptbahnhof zur Minute 6. Die Garnitur fährt zunächst vorbei am örtlichen Fußballstadion und durch das Besiedlungsgebiet der Kleinstadt, ehe nach gut 2 Kilometern die Landesgrenze zu Bayern überquert wird. Der Abschnitt von Neustadt bei Coburg bis Sonneberg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg getrennt und ging erst nach der Wiedervereinigung im September 1991 wieder in Betrieb. Der erste Halt wird in der ungefähr 15.000 Einwohner großen Stadt Neustadt bei Coburg eingelegt. Der Bahnhof ist eine von 2 Stellen an der Strecke, wo sich Züge begegnen können. Die Bahnstrecke von Sonneberg bis Coburg ist eine eingleisige Hauptbahn und kann größtenteils mit 100 km/h befahren werden.
Ursprünglich wurde die Strecke Coburg-Sonneberg 1858 eröffnet. Auf diesem Abschnitt ist der Zug meistens noch nicht so stark ausgelastet, weshalb wir einen kleinen Gang durch den Zug machen können. Die 5 Doppelstockwagen bieten 527 Zweite-Klasse-Reisenden einen bequemen Sitzplatz. Da die Koffer bei einem Doppelstockwagen nicht über den Sitzen verstaut werden können, wurden hier viele Sitze leicht versetzt angeordnet, sodass die Koffer zwischen die Sitze passen. Ausgesprochen komfortabel präsentiert sich in diesem Doppelstockwagen die erste Klasse. Hier gibt es 31 extra breite Stoffsitze mit großen Schmetterlingstischen und Teppichboden. So komfortabel werden die neuen Züge, die diese Garnituren ab Dezember 2023 schrittweise ablösen werden, leider nicht sein. Unter der ersten Klasse und im Steuerwagen befinden sich große Mehrzweckbereiche mit viel Platz für Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen. 10 Kilometer nach Sonneberg erreicht unser Zug das Stadtgebiet von Rödental. Ab hier werden die Halteabstände geringer. Auf den folgenden 9 Kilometern liegen 6 Stationen. 3 davon befinden sich im Stadtgebiet von Rödental, die erste davon im Stadtteil Mönchröden. Ausfahrt aus dem Haltepunkt Mönchröden. Meter weiter liegt die Station Rödental Mitte. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Direkt hinter dem Haltepunkt liegt bereits das Vorsignal für den Bahnhof Rödental, der wie angesprochen noch über Formsignale verfügt. Bevor unser Zug in den Bahnhof einfahren kann, muss der Fahrdienstleiter erst noch die Schranken schließen. Markant bei den Doppelstockwagen ist das Bremsgeräusch. Bis Dezember 2023 werden noch die alten Formsignale, Weichen und die Bahnschranken von 2 mechanischen Stellwerken aus bedient. Nächstes Jahr hat auch dieser Bahnhof moderne Lichtsignale, die dann von einem elektronischen Stellwerk aus gesteuert werden. Die Stadt Rödental zählt 13.000 Einwohner. Kurz nach Verlassen des Stadtgebietes von Rödental unterqueren wir die Autobahn A73 und die ICE-Schnellfahrstrecke Ebensfeld-Erfurt. Von letzterer gibt es auch einen Abzweig zu unserer Strecke. Dieser Abzweig wird von 3 bis 4 ICE-Zugpaaren am Tag und ab Juni 2024 dann auch von 5 RE-Zugpaaren nach Erfurt genutzt. Im Hintergrund sehen wir bereits die Feste Coburg. Bevor wir das Stadtgebiet von Coburg erreichen, halten wir noch in der 3.500 Einwohner großen Gemeinde Dörfles-Essbach.
Während die Bahnsteige der bisherigen 4 Zwischenstationen erhöht waren, hat dieser Haltepunkt, genauso wie der Bahnhof Sonneberg, noch einen niedrigen alten Bahnsteig. In Kombination mit der starken Kurvenlage ist hier der Ein- und Ausstieg etwas erschwert. Nun fahren wir entlang von Industriegebieten und erreichen nach 2,5 weiteren Kilometern die Station Coburg Nord. Nach 21 Minuten Fahrzeit seit Sonneberg erreichen wir den Bahnhof der Stadt Coburg. Nächste Station, Coburg. Bitte achten Sie beim Umsteigen auf die Fahrplanaushänge und weitere Informationen am Bahnsteig. Next Stop, Coburg. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Der Bahnhof zählt 5 Bahnsteiggleise. In den letzten Jahren wurde die Station rundum erneuert. 2022 wurde der Bahnhof Coburg auch wegen seiner ansprechend renovierten historischen Bahnhofshalle und dem Selfie Point von der Allianz pro Schiene zum Bahnhof des Jahres gekürt. Vom RE19 Sonneberg-Nürnberg besteht hier Anschluss zu stündlichen Regionalbahnen über Lichtenfels nach Bayreuth und nach Bad Rodach, sowie zum RE nach Lichtenfels. Coburg zählt knapp 42.000 Einwohner und hat mit der Feste Coburg eine der größten Burganlagen Deutschlands, in der auch Martin Luther 1530 für ein halbes Jahr lebte. Sehenswert sind in Coburg außerdem das Landestheater, der Schlossplatz mit Schloss Ehrenburg, das Stadthaus, das Rathaus sowie zahlreiche Kirchen. Coburg ist ein wirtschaftlich starkes Oberzentrum und zeichnet sich auch durch viele Betriebe aus verschiedenen Branchen aus. Vor allem durch die hohen Gewerbesteuerzahlungen der Versicherungsgruppe Hoch Coburg ist die Stadt nach dem Landkreis München die reichste Kommune Deutschlands in Bezug auf das Steuereinkommen pro Einwohner. Nach einem Aufenthalt von etwa 10 Minuten verlassen wir Coburg zur Minute 38. Vorbei geht es am Coburger Güterbahnhof, wo schon einige neue Triebzüge stehen, die ab Dezember 2023 im Netz des Franken-Thüringen-Express zum Einsatz kommen werden. Hinter dem Güterbahnhof wird die Strecke dann zweigleisig. Nach Durchfahren des Bahnhofes Kreidlitz biegen wir ab auf die Verbindungskurve Niederfüllbach, die die Bahnstrecke nach Lichtenfels mit der ICE-Schnellfahrstrecke aus Erfurt verbindet. Unser Zug fährt westlich der Schnellfahrstrecke in den Tunnel Füllbach, unterquert die ICE-Trasse und zweigt östlich auf diese ein.
Direkt hinter dem Abzweig fahren wir über die 614 Meter lange Talbrücke Weißenbrunn am Forst. Unser Zug ist nun auf der sogenannten VDE 8 unterwegs. VDE steht für Verkehrsprojekt Deutsche Einheit. Das achte Projekt davon umfasst Aus- und Neubaustrecken von Berlin über Halle bzw. Leipzig und Erfurt nach Nürnberg. Dank dieses Projekts kann man seit Dezember 2017 von Berlin nach München im ICE in unter 4 Stunden reisen. Der Abschnitt Erfurt-Nürnberg wird auch VDE 8.1 genannt. Die Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt wurde im Dezember 2017 eröffnet. Auf der VDE 8.1 ist auch das neue Zugsicherungssystem European Train Control System, kurz ETCS, verbaut. Bei diesem gibt es keine Signale mehr, die dem Lokführer anzeigen, ob er fahren darf oder anhalten muss. Stattdessen übermittelt eine Zentrale per Funk dem Zug verschiedene Informationen. Auf einem Monitor sieht der Lokführer dann, wie schnell er fahren darf. Mehr Informationen zum Thema ETCS gibt es in einem Extra-Video, welches in der Infobox verlinkt ist. Auf dem Weg von Sonneberg nach Nürnberg kann man also mit den Zugsicherungssystemen ETCS und PZB mit Lichtsignalen oder Formsignalen noch bis Dezember 2023 verschiedene Entwicklungsstände der Eisenbahn erleben. Zwischen Coburg und Bamberg fahren wir durch 4 Tunnel. Der erste davon war der 1,1 Kilometer lange Tunnel Füllbach. Anschließend folgen die Tunnel Lichtenholz mit 931 Meter Länge, Kulch mit 1,3 Kilometer und Eierberge mit 3,7 Kilometern. Nach dem Tunnel Eierberge liegt linker Hand der Staffelberg. Anschließend geht es über die Stabbogenbrücken mit den Namen Flutmuldenbrücke Wiesen und Mainbrücke Wiesen. Ab Ebensfeld liegt parallel zu unserer Trasse die Strecke Lichtenfels-Bamberg. Zwischen Januar und September 2016 war der Abschnitt hier zwischen Hallstatt und Bad Staffelstein komplett gesperrt, da die alte zweigleisige Strecke komplett abgerissen werden musste, um die heutige neue viergleisige Trasse zu bauen. Im Überholbahnhof Unterleiterbach gibt es die erste Möglichkeit, von der Neubaustrecke aus Erfurt auf die Strecke aus Lichtenfels zu wechseln. Wir durchfahren nun das obere Maintal. Die Bahnsteige der Haltepunkte liegen nur an den Streckengleisen von Lichtenfels und werden deshalb von uns links liegen gelassen. Zwischen Ebing und Breitengüßbach unterqueren wir die Autobahn A73, begegnen der zweiten RE19-Garnitur und sehen, wie das Streckengleis nach Erfurt die Gleise nach Lichtenfels auf einem Überwerfungsbauwerk überquert. Denn wenn die Strecke mal bis Nürnberg fertig viergleisig ausgebaut ist,
sollen bis Eltersdorf die innenliegenden Gleise den langsameren Zügen gehören und die äußeren Gleise den schnelleren Zügen. Von 2020 bis 2022 wurde die Viergleisigkeit bis kurz vor Bamberg verlängert. Bis dahin ging sie nur bis Breitengüßbach. Nachdem erst im März 2018 der Stadtrat von Bamberg dem viergleisigen Ausbau durchs Stadtgebiet zustimmte, sind die gut 8 Kilometer Bahnstrecke rund um Bamberg noch in einem alten Zustand. Das heißt, zweigleisig und mit Oberleitungsmasten aus der Vorkriegszeit. Hintergrund der Verzögerung war die Sorge, dass die neuen Lärmschutzwände das Weltkulturerbe zerstören könnten. Deshalb wurde jahrelang auch eine Umfahrung oder Untertunnelung von Bamberg diskutiert. Stand jetzt will man das Problem mit den Lärmschutzwänden mit begrünten oder verglasten Schallschutzwänden lösen. 24 Minuten nachdem wir den Bahnhof Coburg verlassen haben, erreichen wir nun den Bahnhof Bamberg auf Gleis 3. Im Bahnhof Bamberg halten auf 7 Bahnsteiggleisen stündlich ICEs der Linie München-Berlin-Hamburg sowie die S1 über Nürnberg nach Hartmannshof, Regionalbahnen und Regionalexpresszüge nach Würzburg, Saalfeld und Ebern und natürlich auch nach Sonneberg und Nürnberg. Alle 2 Stunden kann man von hier durchgehend bis nach Leipzig, Hof, Bayreuth sowie Frankfurt am Main und teilweise auch nach Jossa bzw. Schlüchtern reisen. Der Bahnhof Bamberg wurde zwischen 1998 und 2000 komplett erneuert und barrierefrei ausgebaut. Bamberg ist mit 80.000 Einwohnern die größte Stadt in Oberfranken, Tendenz stetig steigend. Die Universitätsstadt Bamberg ist bekannt für ihren wunderschönen historischen Stadtkern, der seit 1993 auch UNESCO-Weltkulturerbe ist. Bekannteste Sehenswürdigkeiten sind das Alte Rathaus, Klein Venedig, der Dom und die neue Residenz. Außerdem ist Bamberg für seine Biertradition bekannt. Im Stadtgebiet liegen allein 8 Brauereien. Nach 2 Minuten Standzeit setzen wir unsere Fahrt zur Minute 4 fort. Die ersten Kilometer der Strecke befinden sich wie angesprochen noch in einem herkömmlichen Zustand. So hat sich bis vor 15 Jahren fast noch die gesamte Trasse bis Nürnberg präsentiert. Nach Verlassen der Besiedlung von Bamberg fahren wir durch den Hauptmoorer Staatsforst. Kurz vor Strullendorf beginnen die Bauarbeiten für den viergleisigen Ausbau der Strecke. Diese Baustelle wird uns nun bis Forchheim begleiten. Erster Halt für die Regionalexpresszüge nach Bamberg ist Hirschheid. Auch hier kann man die Bauarbeiten gut erkennen. Die Züge Richtung Bamberg halten aktuell an einem provisorischen Bahnsteig. Die Marktgemeinde Hirschheid zählt gut 12.500 Einwohner. Das Bahnhofsgebäude soll auch nach dem viergleisigen Ausbau noch stehen. Weiter geht es durch das Baustellengebiet. Bis Forchheim
kann man aktuell die verschiedensten Baufortschritte einer neuen Bahntrasse beobachten. Was man auch erkennen kann, dass leider einige Gärten der Anwohner durch den Bau verkleinert wurden. Bleibt nur zu hoffen, dass diese dafür großzügig entschädigt wurden. Zwischen Eggolsheim und Forchheim sind die Bauarbeiten schon recht weit fortgeschritten. Der neue Haltepunkt Eggolsheim wurde im Mai diesen Jahres fertiggestellt. In der Nähe der Strecke Bamberg-Nürnberg verlaufen der Main-Donau-Kanal, der Fluss Regnitz und die Autobahn A73. Letztere wird kurz vor Forchheim überquert. Die neue Brücke für die zwei zusätzlichen Gleise wurde erst im Juli 2023 fertiggestellt. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Forchheim zur Minute 19. Dieser wurde bis 2018 komplett umgebaut. Anders wie die tristen grauen Schallschutzwände, die sonst auf der Strecke verbaut wurden, weist dieser Bahnhof solche in Stadtfarben auf. In Forchheim besteht stündlich Anschluss zur RB22 nach Ebermannstadt. Die Stadt Forchheim verfügt über einen gut erhaltenen, historischen Stadtkern mit vielen schönen Fachwerkhäusern. In Forchheim leben rund 33.000 Menschen. Weiter geht es jetzt bis kurz vor Eltersdorf über eine bereits fertig viergleisig ausgebaute Bahntrasse. Durch die Trennung von langsameren Zügen auf den innenliegenden beiden Streckengleisen, von schnelleren Zügen, die die äußeren Gleise befahren, wurde hier bereits die Kapazität der Strecke verdoppelt und auch die Zuverlässigkeit des Bahnbetriebs gesteigert. Der Ausblick aus dem Zug ist leider durch die sehr hohen Lärmschutzwände aber oft eingetrübt. Nach Passieren der S-Bahn-Stationen Kersbach, Beiersdorf und Bubenreuth fahren wir nun durch den 300 Meter langen Burgbergtunnel und halten nun im Bahnhof Erlangen. Hier legen neben den REs und der S-Bahn auch ungefähr alle 2 Stunden die ICEs einen Halt ein. Die Großstadt Erlangen beheimatet 116.000 Menschen und ist bekannt für ihre Universität sowie den Technologiekonzern Siemens, der hier einen großen Standort hat. Sehenswert sind in Erlangen das Schloss und die Orangerie. Abfahrt in Erlangen ist zur Minute 29 auf Gleis 4. Erlangen geht es erstmal noch auf einer viergleisig ausgebauten Trasse weiter. Kurz vor Eltersdorf endet der Ausbau allerdings aufgrund eines jahrelangen Rechtsstreits zwischen der Stadt Fürth und der Deutschen Bahn über den weiteren Verlauf der zusätzlichen S-Bahn-Gleise. Unser Zug
überfährt nach Eltersdorf ein Brückenbauwerk, unter dem mal kreuzungsfrei die Gleise zum neuen Güterzugtunnel führt und gegebenenfalls auch für die S-Bahn ausfädeln. Der genaue Verlauf des S-Bahn-Gleises von Eltersdorf bis Fürth Klinikum ist laut DB-Netz-Seite aber immer noch unklar. Und so wird sich die Strecke in diesem Abschnitt wohl noch länger in dem gewohnten zweigleisigen Zustand präsentieren. Kurz vor Fürth Klinikum sehen wir die im April 2022 fertiggestellten Weichenverbindungen zu den zwei neuen S-Bahn-Gleisen bis Fürth Hauptbahnhof. Aufgrund dieses viergleisigen Abschnittes kann nun die S1 auch bis nach Erlangen im 20-Minuten-Takt fahren. Davor konnten wegen der hohen Streckenauslastung nur zwei S-Bahnen pro Stunde fahren. Auf der Siebenbogenbrücke überqueren wir den Fluss Rednitz. Nächste Station, Fürth Hauptbahnhof. Der Ausstieg in Fürth in Fahrtrichtung links. Die Großstadt Fürth zählt rund 130.000 Einwohner. Der Hauptbahnhof verfügt über 8 Bahnsteiggleise. In Fürth-Bayern Hauptbahnhof besteht stündlich Übergang jeweils zur S6 nach Neustadt-Aisch sowie zum RE nach Würzburg und zu den RBs nach Cadolzburg und Markt-Erlbach. Achtung Zugbetrieb, halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Bis auf den Bahnsteig für die S-Bahn verfügt der Fürther Hauptbahnhof noch über alte, nicht erhöhte Bahnsteige. Von Fürth bis Nürnberg ist die Strecke wieder viergleisig ausgebaut. Das linke Gleis von uns aus gesehen gehört zur eingleisigen S-Bahn-Strecke. Die zwei mittleren Gleise sind die regulären Streckengleise. Und das rechte Gleis von uns aus gesehen kann flexibel für beide Fahrtrichtungen genutzt werden. Kurz vor Nürnberg Hauptbahnhof sehen wir in Fahrtrichtung links das Instandhaltungswerk von DB Regio. Anschließend unterqueren wir das Gleis der S-Bahn aus Rot und die Gleise der Strecke aus Richtung Augsburg. In Fahrtrichtung links sehen wir jetzt noch das DB-Museum. Nach einer Fahrzeit von 44 Minuten seit Bamberg und einer Stunde und 42 Minuten seit Sonneberg erreichen wir nun den Hauptbahnhof der Frankenmetropole Nürnberg. Mehr Informationen zur Stadt Nürnberg und zum Hauptbahnhof findet ihr in Extra-Videos, die in der Beschreibung verlinkt sind. Und nun frage ich euch, wie hat euch die Reise mit dem RE19 gefallen? Und kennt ihr vielleicht Regionalzuglinien, die ebenfalls verschiedenartige Strecken befahren? Schreibt es mir in die Kommentare. Im Übrigen werden diese Züge mit Vectron und Doppelstockwagen ab Mitte Dezember 2023 schrittweise bis spätestens Juni 2024 durch neue Triebzüge des Typs DC-OHC des Herstellers Siemens ersetzt.
auch auf allen anderen Linien des sogenannten Franken-Thüringen-Express zwischen Nürnberg, Saalfeld, Würzburg und Sonneberg werden dann die neuen DC-HC eingesetzt. Wenn ihr mehr über das neue Angebot des FTX erfahren wollt, dann klickt jetzt auf das Video in der Mitte. Vielen Dank euch fürs Zuschauen, alles Gute und gerne bis zum nächsten Video.